Geh selbst los und such sie. Ich finde, ihr habt das ganz gut hingekriegt. Der Daniel Brühl, der sieht in wirklich ähnlich im Film. Ja, also es könnte schlimmer kommen, glaube ich. Also. Gut, also Sie fühlen sich einigermaßen richtig und gut getroffen. In der Szene, die wir am Ende gesehen haben, da sieht man schon, worauf der Konflikt zwischen Ihnen und Assange am Ende zumindest teilweise basiert hat. Ich würde trotzdem zunächst mal gern über die Anfangszeit reden, als Sie und Assange wirklich ein perfektes Paar waren. Sie haben ja nun wirklich Jahre zusammengearbeitet. Wie haben Sie sich denn überhaupt kennengelernt? Das hat sich damals noch ganz einfach ergeben. Ich habe mich für diese Plattform interessiert. Ich habe da darüber was gelesen gehabt. Das WikiLeaks war gerade so im Entstehen, hat die ersten Dokumente publiziert. Ich fand das extrem interessant. Ich wollte mich da auch gern engagieren. Und dann habe ich einfach Julian in einem Chatraum angesprochen. Und so, eigentlich war das zu dieser Zeit so einfach. Jetzt hat ja WikiLeaks von Anfang an so den Anschein erweckt, dass das eine gigantische Organisation mit Hunderten bis Tausenden von Unterstützern wäre. Aber in Wirklichkeit war WikiLeaks am Anfang genau zwei Personen, nämlich Assange und Sie. Ja, also das ist vielleicht auch ein bisschen zu stark vereinfacht. Also es gab immer noch zwei, drei andere Leute, die uns zugearbeitet haben. Aber es war sehr schwer am Anfang da eine gewisse Konsistenz reinzukriegen. Und das ist auch eines der Probleme über die Zeit, dass es nur sehr schwer war, ein Team aufzubauen, das auch verlässlich an der Sache dranbleibt und wo man nicht alle paar Wochen mit anderen Leuten zu tun hat oder ständig sich fragen muss, wem man jetzt noch Vertrauen schenken kann und wen man einarbeiten könnte oder so. Wie war denn die Aufgabenverteilung? Was hat Assange gemacht? Was haben Sie gemacht? Das gab es nicht. Wir hatten zu viel zu tun, um irgendwie uns aussuchen zu können, wer was macht. Es wurde das gemacht, was gerade wichtig war. Am Anfang hat das unheimlich toll geklappt zwischen Ihnen, auch persönlich. Assange hat ja monatelang bei Ihnen auch in der Wohnung gewohnt. Was ist denn so faszinierend an Assange? Naja, also ich würde mal sagen, dass er zum einen ein wirklich intelligenter Mensch ist, der sich auch sehr interessante Gedanken zur Welt macht und mit dem man über die Welt wirklich gute Gespräche führen kann. Und auf der anderen Seite ist er einer der ganz wenigen Leute, die ich kenne, die bereit sind, sehr weit zu gehen für das, an was sie glauben. Und das macht natürlich in einem Projekt, in dem man missionarisch unterwegs ist, macht das natürlich extrem viel aus. Dann reden wir mal über das, woran Sie geglaubt haben. WikiLeaks veröffentlicht geheime Quellen von anonymen, Dokumente von anonymen Quellen. Wenn diese anonymen Quellen der Ansicht sind, da läuft was krumm, da läuft was kriminell, warum gehen die zu WikiLeaks, warum gehen die nicht direkt zur Presse oder an die Staatsanwaltschaft? Na, das Problem, also das mit der Staatsanwaltschaft ist sicherlich ein Sonderfall. Das Problem ist, dass Whistleblower sich ganz oft in diesem Spannungsfeld zwischen einem ungesetzlichen Recht und einem gesetzlichen Unrecht bewegen. Das heißt, der Whistleblower selbst, damit, dass er da etwas in die Öffentlichkeit bringt, verstößt ganz oft gegen ein Gesetz und macht etwas Ungesetzliches, ist aber trotzdem im Recht damit. Und auf der anderen Seite steht die Organisation oder das, was exponiert ist, was oft gesetzlich ist. Die große Firmen oder Regierung oder wie auch immer können ja Möglichkeiten finden, ihr Handeln innerhalb der gesetzlichen Rahmen einzubetten. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass es oft als Unrecht von der Gesellschaft definiert werden könnte. Also es gibt dieses Spannungsfeld. Vielleicht können wir da ein Beispiel nehmen. Der erste Fall, wo WikiLeaks weltweit bekannt wurde, das waren die Veröffentlichung von geheimen Dokumenten der Schweizer Bank Julius Baer. Um was ging es da? Na, da ging es eigentlich um ein Schema, würde ich sagen, zur Steuerhinterziehung und auch zum Schaffen von Steuervorteilen für die Bank über verschiedene Tochterfirmen, die man irgendwo auf der Welt unterhalten hat, in dem Fall, den wir berichtet hatten, zum Beispiel auf den Cayman Islands. Okay. Und da kann man auch ganz schön sehen, warum es unter Umständen gar nicht funktioniert, zur Staatsanwaltschaft zu gehen, weil der in der Schweiz sagen würde, oh, ist doch alles Bankgeheimnis. Genau. Und weil natürlich das alles so strukturiert ist, dass die Arbeit, die die machen, in all den Ländern, in denen sie tätig sind, immer unter einem Deckmantel des Rechtsmäßigen läuft. Und das ist ja das Problem eigentlich an unserer Welt heute. Wir leben in einer globalisierten Welt und wir haben auf der anderen Seite aber immer noch diese Anhaftung an nationale rechtliche Regulierung. Das heißt, wenn mir irgendetwas in meinem Land, in dem ich jetzt hier bin, mit den
wenn mein Geschäftsmodell dann nicht kompatibel ist zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, dann kann ich garantiert einen anderen Ort auf der Welt finden, an dem die Rahmenbedingungen für mich besser sind. Und so kann ich alles das so streuen, dass ich immer da das mache, was rechtlich passt. Und im Endeffekt mache ich aber trotzdem etwas, was Unrecht ist oder wo der Großteil der anderen Menschen sagen würde, so soll das nicht sein. Der Kampf gegen Julius Baer war noch vergleichsweise einfach. Die haben ihnen nämlich nur die Rechtsanwälte auf den Hals geschickt und sind am Ende damit glorreich gescheitert. Ja, der nächste Gegner war um eine Nummer größer. Das haben wir auch in den Filmausschnitten gesehen. Das war nämlich die Weltmacht USA. Der erste ganz große Scoop von WikiLeaks, das war die Veröffentlichung des Videos, das haben sie Collateral Murder genannt. Da sieht man die Besatzung eines US-Militärhubschraubers im Irak und wie in einem Videospiel knallen die da Zivilisten, unter anderem auch zwei Reuters-Journalisten ab. Was hat die Veröffentlichung dieses Videos bewirkt? Tja, das Problem dieser Veröffentlichung eigentlich war der Titel, der ja auch gerade angesprochen wurde. Wir hatten das gesehen und haben uns entschlossen, als eines der ersten Male diesem Ding einen starken Titel zu geben und nicht einfach das neutral zu veröffentlichen. Und leider ist ganz viel in der öffentlichen Debatte verpufft an diesem Titel. Also man hat sehr viel über die Verpackung gesprochen und das ermöglichte, den Inhalt mal außen vor zu lassen. Und somit gab es leider keine besonders große Debatte darüber, was inhaltlich dort eigentlich gezeigt wurde, nämlich der Mord an verschiedenen Zivilisten und der Umstand, dass auch das wieder, sind wir wieder bei den rechtlichen Rahmenbedingungen, durch die sogenannten Rules of Engagement, die sich eine Partei, die in den Krieg zieht, ja selbst setzt. Also man macht seine eigenen Regeln für diesen Krieg und nach diesen Regeln war das, was die amerikanischen Soldaten da machen, vollkommen legal aus Sicht der Amerikaner. Das war erst der Anfang. Im Laufe eines Jahres haben sie dann Hunderttausende von Dokumenten veröffentlicht, der Amerikaner über den Afghanistan-Krieg, über den Irak-Krieg. Anschließend 250.000 Depeschen der US-Botschaften, die an das US-Außenministerium geschickt haben. Das sieht fast so aus wie ein Kreuzzug WikiLeaks gegen die USA. Das hätte man in diesem Moment so wahrnehmen können und das war auch ein Teil der Debatte, die wir zu diesem Zeitpunkt dann geführt haben. Im Film ist das ja alles sehr stark reduziert, also diese drei Veröffentlichungen, die sich eigentlich über mehrere Monate erstreckt haben, sind zu einem zusammengebündelt. Ich selbst bin ja nach der Afghanistan-Publikation aufgrund verschiedener Fehler, die wir gemacht haben und aus denen wir dann partout auch nicht lernen wollten, bin ich ausgestiegen. Es ist aber schon so, dass natürlich diese Riesenflut von Informationen da 2010 anstand und das natürlich einiges verändert hat. Reden wir mal über das Pro und Contra, die Debatte über das, was WikiLeaks da tut. Zunächst mal, gibt es denn nicht ein Recht auf Privatheit, auf Geheimnis? Woher nehmen Sie umgekehrt das Recht, einfach alles zu veröffentlichen, was andere Leute gar nicht zur Veröffentlichung vorgesehen haben? Ich glaube, dieses Recht direkt gibt es nicht. Also es gibt beide diese Rechte nicht wirklich. Das ist muss immer eine Einzelfallentscheidung wahrscheinlich bleiben. Also ich würde sagen, ja, die Welt ist nicht so schwarz-weiß, dass man sagen kann, alle Geheimnisse sind böse und müssen deswegen abgeschafft werden und damit verschwindet das Recht auf Privatheit oder auch auf ein Geheimnis. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass ja mit dem Grad an Macht, den ich habe innerhalb einer Gesellschaft, also je mehr Einfluss ich habe, je mehr Macht ich über andere Menschen oder so ausüben kann, desto mehr steigt ja auch die Verantwortung, die ich trage. Und diese Verantwortung muss eigentlich auch geknüpft sein an eine Überprüfbarkeit meiner Handlungen und an einen gewissen Grad von Transparenz. Und der ist leider oft nicht gegeben. Ja. Beginnen wir mal mit einem Fall von Veröffentlichung, wo es Privatleute getroffen hat. WikiLeaks hat veröffentlicht die Mitgliederliste der British National Party, das ist eine rechtsextreme britische Partei, und sie haben jedes Mitglied mit Telefonnummer und Adresse veröffentlicht. Da hat es ganz normale Leute getroffen, die in einer obskuren Partei waren, aber das vielleicht für sich behalten wollten. Das ist richtig. Und das war auch der erste Zeitpunkt innerhalb unseres Werdegangs da, an dem darüber diskutiert wurde, ob das nicht eine Art von Grenze überschreitet. Es ist sehr schwer zu sagen. Also ich würde auf der einen Seite sagen, dass das sicherlich problematisch ist und ich hatte damals auch gewisse Bauchschmerzen bei der Angelegenheit. Wir hatten allerdings praktisch betrachtet dann doch recht damit und Glück in der Sache vielleicht, denn ironischerweise hat genau diese Veröffentlichung das erste Mal eine Debatte in Großbritannien ermöglicht darüber, warum
diese Leute dort Mitglieder sind. Vorher war das eine sehr abstrakte Sache. Man wusste ja gar nicht, wen man ansprechen sollte. Und auf einmal war das so, dass man vielleicht wusste, drei Häuser weiter wohnt jemand, der Mitglied in einer wirklich extrem rechts ausgeprägten Partei ist. Vielleicht muss ich den einfach mal darauf ansprechen, warum das so ist. Und das hat eine Art von Debatte zu politischen Themen ermöglicht, die positiv war. Aber natürlich hätte da auch einiges bei schief gehen können. Die Botschaftsdepeschen, hat nicht auch der amerikanische Botschafter, sagen wir mal, in Russland das Recht, dass seine Beurteilung der Persönlichkeit von Putin, die er seinem Außenministerium in Washington schicken will, hat er nicht das Recht, dass das geheim bleibt? Ja, das Problem an dieser Veröffentlichung, und das ist ja auch das, was Edward Snowden, um diese Schleife noch mal zu drehen, heute anders macht. Das Problem an dieser Veröffentlichung war, dass hier vollumfänglich Dokumente veröffentlicht wurden und einige dieser Dokumente vollkommen irrelevant sind. Also was der amerikanische Botschafter in Moskau über Putin sagt oder der amerikanische Botschafter hier über unsere Teflon-Kanzlerin oder wie auch immer, all das sind Details, die vielleicht ganz witzig sind, die aber keinen wirklichen, aus meiner Sicht zumindest, keinen wirklichen öffentlichen Mehrwert bieten. Das ist halt sehr viel, das sind Gerüchte und das ist irgendwelcher oberflächlicher Kram, der da transportiert wird. Mhm. Damit schwächt man, ähnlich wie bei dem Titel und dem Video, schwächt man den Rest der Veröffentlichung, der ja schon wesentlich brisanter ist, wo Dinge ans Licht kommen, wie das Bespitzeln verschiedener Regierungen, wie andere Dinge, die hier irgendwelche Waffenexportregulierungen, die umgangen werden, alle möglichen Dinge, die wirklich relevant und auch harte Fakten sind, die werden dadurch geschwächt. Mhm. Also ich sehe schon, Sie haben da eine deutlich differenzierte Position zu Assange, was ja letztendlich dann auch zum Bruch geführt hat, wahrscheinlich hauptsächlich an dem Punkt. Die US-Regierung hat Ihnen ja vorgeworfen, Sie würden die Informanten der USA gefährden, weil in diesen Dokumenten, in diesen Afghan War Diaries, da sind 250.000 Dokumente veröffentlicht worden, ungeschwärzt, ohne dass die Namen gelöscht wurden von Informanten der USA. Und die US-Regierung sagt, diese Informanten sind gefährdet, vielleicht sogar müssen das mit dem Leben büßen, weil man in Afghanistan eine schwere Zeit hat, wenn die Taliban erfahren, dass man mit den Amerikanern zusammengearbeitet hat. Ja, dieses hypothetische Problem ist in der Tat aufgetreten. Wir hatten in dieser Afghanistan-Publikation einige Tage vorher dazu und dann eine sehr heftige Auseinandersetzung. Ich hab von den Kollegen vom Spiegel erfahren, dass Julian versprochen hatte, dass hier die Dokumente redigiert werden, also geschwärzt werden, so dass keine unschuldigen Informanten damit in ein Problem laufen. Das ist allerdings nicht passiert. Das Problem an der Sache war in dem Moment, dass zum einen die Veröffentlichung ja nicht gestoppt werden konnte, aber viel schlimmer noch, dass wir intern uns dieser Debatte verwehrt haben. Und es standen ja noch die Irak-Publikationen, die diplomatischen Depeschen und andere Dinge an. Und eigentlich wäre das der letzte Zeitpunkt gewesen, zu sagen, wir müssen unsere Verfahren überdenken und wir müssen auch den Wertekodex, nach dem wir arbeiten, vielleicht ein bisschen anpassen. Und wir dürfen das nicht mehr so schwarz und weiß sehen, sondern müssen stärker differenzieren. Was hat denn dann letztendlich zum Bruch zwischen Ihnen und Assange geführt? Der Umstand, dass diese Bedenken, die ja nur nicht nur ich hatte, sondern auch einige andere, die da zu diesem Zeitpunkt beteiligt waren, dass das komplett ignoriert wurde. Ja. Und dass eigentlich aus einem super starken Team, das wir waren, wo wir alle auf Augenhöhe miteinander gearbeitet haben und wo wir unsere Schwächen auch gegenseitig so ausgleichen konnten, dass dieses Team quasi abgesägt wurde durch Julian, der sich selbst über alle anderen hinweggesetzt hat. Der das offensichtlich mit der Augenhöhe nicht ganz so gesehen hat. Ich darf das mal zitieren aus Ihrem Buch. Ich habe noch nie so eine krasse Persönlichkeit erlebt wie Julian Assange. So freigeistig, so energisch, so genial, so paranoid, so machtversessen, größenwahnsinnig. Ja, das ist ja das Komische. Die Medien berichten immer darüber, dass er der Anarchist sei, so unserer Zeit oder des digitalen Zeitalters. Und das ist er eigentlich überhaupt nicht. Er hat ein extremes Kontrollbedürfnis. Und das hat sich in dem Moment eben auch gezeigt. Solange wir alle sehr beschäftigt waren mit Arbeit, hat das wunderbar funktioniert, weil diese ganzen theoretischen Fragen gar nicht aufgekommen sind. Aber in dem Moment, wo das erste Mal die Situation etwas komplizierter wurde und wo auf der anderen Seite auch so viel Ruhm damit drinsteckte und es jetzt darum ging, wer das alles nach außen transportiert und so, in dem Moment hat sich da ein ganz anderes Bild gezeigt. Und
dann ging es nur noch um Druck, darum, Leute irgendwie zu bedrohen oder so unter Druck zu setzen, dass sie spuren. Und das ist kein Umfeld, in dem ich arbeite. Zum Bruch hat sicher auch beigetragen, dass Sie gefordert haben, als die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Assange in Schweden bekannt wurden, dass er zumindest für eine Zeit in die zweite Reihe zurücktritt, damit nicht die ganze WikiLeaks-Arbeit durch diesen Prozess überlagert wird. Das war auch damals. Also ich glaube, so würde man das doch in jeder normalen Organisation machen. Wenn jetzt jemand, der so kritisch das nach außen vertritt, da ins Feuer gerät, dann würde man den doch aus diesem Feuer rausholen, würde sicherstellen, dass das alles ordentlich geklärt wird, damit er dann wieder mitmachen kann. Aber man muss ja versuchen, diese beiden Dinge voneinander zu trennen. Was ist denn das in Schweden? Ist das ein ganz normaler Prozess, dem sich Assange einfach stellen muss? Oder ist das ein Komplott der amerikanischen Geheimdienste? Also es geht auf jeden Fall nicht um das, was wir hier als Vergewaltigung definieren würden. Auch das ist ja ein Medienspin, den das Ganze gekriegt hat, der so nicht stimmt. Da geht es um viel differenziertere Probleme. Ja, ich kann bis heute nicht sehen, dass es ursprünglich mal ein Komplott der Amerikaner war. Dass da mittlerweile politische Interessen vielleicht mitschwingen, ist eine andere Sache. Aber ich glaube trotzdem, dass es hier um einen ganz normalen rechtsstaatlichen Prozess geht. Und die Schweden sind aus meiner Sicht, auch wenn das in den letzten Monaten vielleicht auch anders dargestellt wurde von Seiten von WikiLeaks, halte ich doch schon noch gut was von oder viel von dem schwedischen Rechtssystem. Und ich glaube eben nicht, dass es sich hier um eine Falle handeln könnte, in die man dann tappt und auf einmal verschwindet wäre und wird nie wieder gesehen. Das würde in Europa gar nicht funktionieren. Also Assange sollte sich dem Prozess stellen. Assange hat sie absolviert. Ich nehme an, dass Sie da wahrscheinlich in ein gewaltiges Loch gefallen sind oder vielleicht auch nur wären, weil es war, glaube ich, eine glückliche Fügung des Schicksals, dass Sie just in diesem Moment Ihre heutige Frau Anke kennengelernt haben. Ich habe mich immer gewundert, wie Sie überhaupt zueinander finden konnten. Also Sie, so der Internet-Anarchist, und Ihre Frau war damals eine der führenden Managerinnen von Microsoft Deutschland. Ja, na, das war ganz einfach. Wir saßen beide nachts im selben Falafelladen hier in Wiesbaden, bei Dada Falafel oben in der Nähe der Oranienburger Straße, und wollten da was essen. Und in Berlin. Und das hat uns, jetzt bin ich schon wieder zurück in meiner Zeit hier, das hat uns hier da in Berlin einfach zusammengeführt. Wir haben uns zufällig kennengelernt und mir hat der Spruch gefallen, mit dem ein Freund von Ihnen Ihre spätere Frau Anke vorgestellt hat. Sie arbeitet bei Microsoft, ist aber trotzdem ganz nett. Ja, das hat mir ein bisschen leid getan damals, denn auch da muss man das ja etwas differenzierter betrachten. Also ich finde es immer traurig, wenn Menschen die Welt so versuchen, schwarz und weiß zu beurteilen, anstatt die vielen Graustufen oder Farben zu sehen, die es auch noch gibt. Ja, aber so ein kulturelles Gap zwischen den Welten. Das war es in der Tat, aber wir haben innerhalb der ersten 3 Minuten festgestellt, dass wir uns extrem viel zu erzählen haben und haben eigentlich den Rest des Abends unser gemeinsames Gespräch geführt, während alle anderen mehr oder weniger zugehört haben, glaube ich. Also, und Sie haben jetzt ein gemeinsames Projekt gefunden, weil Sie kämpfen wahrscheinlich für dieselben Ziele wie damals bei WikiLeaks, aber jetzt mit anderen Mitteln. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie sind beide, Sie und Ihre Frau, bei den Piraten aktiv. Ihre Frau als Bundestagskandidatin, Sie als politischer Geschäftsführer in Brandenburg. Ist am Ende vielleicht doch der politische Weg der richtige? Na, ich glaube, dass alle diese Wege beschritten werden müssen. Das ist ja ein... Wir haben ja hier mit ganz vielen komplexen gesellschaftlichen Problemen zu tun. Und für die gibt es keine Lösung, wie ich baue hier eine einzige Webseite und diese Webseite wird alle unsere Probleme lösen. Oder ich muss jetzt nur hier eine neue Partei in den Bundestag kriegen und dann sind wir schon am Ende dieses Problems oder so. Sondern es sind ja ganz viele Ebenen, auf denen hier an der Veränderung innerhalb unserer Gesellschaft gearbeitet werden muss. Und da ist natürlich die politische Ebene genauso eine wie eine aktivistische Ebene oder einfach der Umstand, dass auch der normale Bürger eine Pflicht hat, als Bürger verantwortungsvoll sich hier in der Gesellschaft einzubringen. Und nur wenn all das zusammenspielt und wenn auf verschiedenen Ebenen hier was passiert, nur dann kann sich wirklich was verändern. Und von daher muss man sehen, dass man versucht, nach seinen Kräften, das ist ja auch immer geknüpft an die Zeit, die man hat, aber an möglichst den Stellschrauben zu drehen,
die vielleicht was bewirken können. Und da zählt, glaube ich, der Politikbetrieb ganz bestimmt dazu. Das war der Dialog heute mit Daniel Domscheit-Berg. Herzlichen Dank an Sie. Herzlichen Dank.